Riemichen. Und Fleini draußen im Dreck. Was hat er gemacht? Gucken wir uns an. Wir sind im Replay. Schauen wir mal so ein bisschen. Ja, hier kommt er auf. Ja, hier schmeißt das Auto weg. Schlägt er ein. Oh, der schlägt auch ein. Das könnte auch sein, dass ihm hier am Auto ein bisschen was kaputt gegangen ist. Das werden wir sehen in den nächsten Rundenzeiten. Also Fleini bis auf Platz 11 zurück. So, jetzt gucken wir nochmal in die GT-Klasse. Johannes Schafranka führt nach wie vor. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie die Abstände sind, weil da ist erstmal doch schon ziemlich lange nichts, bevor der Ricke kommt. Fast 3 Sekunden Vorsprung. Bereits jetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt, 3 Sekunden Vorsprung für Johannes Schafranka. So, aber der Ricke hier, Robin Ricke, hier Mörderspaß mit Christian Simunic, dem Sieger von Sebring. Ist es natürlich, wer besser durch die Überrundung kommt, hat natürlich das größere Glück. So, Simunic hier mit einer weiteren Linie. Letztendlich macht es kaum einen Unterschied. Uiuiuiuiuiui, das, ja, da kommt eine Lichthupe von Ricke zurecht. So, und jetzt hier der Angriff von Simunic. Und das passt. Ricke lässt ihn auch die Luft. Das ist genau so eine Sache, die ich meinte. Da kommt ein LMP und fährt halt vor. Der will halt da irgendwie durch. Und dann können natürlich bei einem GT-Pack, was so eng beieinander ist, kann da natürlich schon mal ein bisschen Verwirrung aufkommen. Da auch gerade ein bisschen absetzen, hat man so den Eindruck. Und da hinten das Orangene, was wir da eben gesehen haben, das ist dann der Roberto Schünemann, der jetzt hier schon richtig Probleme hat mit Jochen Stellberger, aber der hat noch viel mehr Probleme mit dem Frank Schmidt. Und ist vorbei. Also Stellberger jetzt eine Position verloren. So, jetzt gehen wir wieder nach vorne in die LMP und gucken da mal ein bisschen. So, Markus Broich nach wie vor hier Spaß mit Jonathan Hertschi. Die fahren hier wirklich sensationell. Einzig ganz vorne alleine weg, Florian Sixel, der hat, wir gucken mal, was die Abstände sagen, da kommt schon lange kein Auto mehr. Was? 31 Sekunden, das kann ja fast nicht sein. Das kann ja nicht stimmen. Nee. Das ist eine Fehlinformation. Also das müssten so 5-6 Sekunden sein. Wir warten mal auf die Zielüberfahrt. Und schnellste Rennen. Schnellste Rennrunde für Florian Sixel. Ja, 5,7 Sekunden, hier sehen wir es. Also, das ist alles im grünen Bereich. Oh, Markus Broich gegen Jonathan Hertschin. Da weiß man wirklich nicht, wer nach dem Rennen mehr Handtuch braucht. Oh, Hertschin hier sehr riskant. Mit 2 Rädern im Gras. Da ist natürlich nicht mehr viel mit kontrollieren. Da kann man nur noch geradeaus fahren. Wenn man da lenken muss oder bremsen oder sonst was, ist vorbei. Aber das hat er unter Kontrolle. Upsala, das war glaube der, ja, der John van der Poel, der fährt hier vermutlich mit einem weitwunden Auto. So, ich versuche mal die Positionen hier. Da gibt es noch relativ viel Verschiebung.
Nämlich gehen wir mal auf die Position 11, da ist es auch verdammt eng. Da ist nämlich der Frank Fleini gerade durch, oder? Nee, Robin Stark. Robin Stark und Marcel Habermann. Und dahinter dann auf der 12 Frank Fleini, der erstmal wieder seinen Dreher da verarbeiten muss. Dann der Tim Haritz und Yannick Bock. Geißler und hier, das ist hier richtig heftig. Oh, was ist in der GT-Klasse los? Habe ich da jetzt was übersehen? Der Franka vor Ricke, nee, da ist noch alles nach wie vor. Aber Schünemann und Schmidt hier in einem ganz heißen Fight, hier umgeben von jeder Menge LMPs. Und dann ist auch noch der Jochen Stellberger damit dran. Heiße Kiste hier. So wünscht man sich das. Wenn jetzt hier steht Team Unbekannt, so ganz unbekannt sind die Jungs nicht. Ups, da gab es eine kleine Berührung. So, und jetzt sind die beiden hier nebeneinander. Da müssen auch die LMPs mal ein bisschen warten, weil das ist ein Positionskampf. Das geht nun mal nicht anders. Upsala, und da hat Schafranka, oh, da ist ein LMP, hat es da rausgehauen. Oh, Schünemann. Schünemann, das müssen wir uns hier nochmal angucken. Wer ist das hier hinten? Das kriegen wir nicht angezeigt. So, Schünemann hier gegen Schmidt. Oh, wo ist der denn gegengeprallt? Moment mal. Da war doch weit und breit kein Auto. Ah, der hat die Mauer hier erwischt. Eieieiei, wie bitter. Eastcard Racing, genau. Und die Jungs im unbekannten Team sind von Eastcard Racing 2. Ei, wie bitter. Das ist natürlich wirklich dramatisch. So, jetzt gucken wir mal nochmal hier. Ricke jetzt doch ein bisschen. Wo ist denn Simunic hin? Stefan Wilke. Ja, ah, den hat's erwischt. Stefan Wilke hier mit dem Unfall. Wir versuchen mal rauszukriegen. Wir spulen mal hier kurz zurück, was da passiert ist mit dem Stefan Wilke. So wirklich ist da nichts zu sehen. Da haben wir wieder ein Replay-Lag. Also gehen wir dann auf die... wieder in die... ins Live-Timing. Also wir sind wieder live. Ja, das Auto von Schünemann ist hier wirklich erstmal hinüber. Lukas auch irgendwie unter ferner Liefen, das ist der Teamkollege. So, Schafranka, Ricke, Schmidt, dann Stellberger, dann Ehrlich. Ich weiß nicht, was mit Simunic los ist. Ness, Bär, dann kommt erst Schünemann, dann Koch, dann Sichotski, Fram, Dörr, oh, ich ahne Böses. Mehnert, Burger, Heigel, Van der Pol, Röbef. Ja, und Christian Simunic ist draußen. Eieiei, oh, was wird der sich ärgern? So, hier vorne in der LMP führt Florian Sixel, Markus Preuch und Jonathan Ertschin. Wird wohl so eine Art Dauerduell. Da sind wir mal gespannt, was am Ende dann für eine Position vor den Namen steht. So, gibt es jetzt hier mal einen Angriff, aber da ist er immer ein Stückchen zu weit weg. So, Ratzke hier mit Licht. Dauerfeuer sozusagen. Stockert auf der 5, auf der 6 Riemichen, auf der 7 Soltau, auf der 8 Weinheimer. Das hat sich alles ein bisschen auseinandergezogen durch die Überrundung. Auf der 9 Schuster, Stark auf 10, auf der 11 Habermann, auf der 12 Fleini, Haritz auf der 13, Bock 14, Geißler 15,
Rasing 16. Scheuermann auf der 17, auf der 18 Bohorny. Also der ist mit Sicherheit auch nicht glücklich, da bin ich mir sehr sicher. Hessbrücken auf der 19, 20 für Wilke, der ist noch weniger glücklich, da bin ich mir noch sicherer. Lukas auf der 21, auf der 22. Dann der erste IT, nämlich Johannes Schafranka, schon mit fast 10. Achso, ja, da kommt der Kowalke, der hier mittenmann des LMP-Feldes, des GT-Feldes fährt, und dann erst Robin Ricke. Also, und der hat auch schon wieder ein paar Sekunden. Also, Herr Franka hier wirklich mit einem sehr, sehr komfortablen Vorsprung. Auch Robin Ricke hat bereits mehr als eine Sekunde, 5 Sekunden Vorsprung auf Speer. Mit auf der 3. Nee, Moment. Stimmt ja gar nicht. Doch, Schmidt 3, Speer 4. Bellberger 5 und Ehrlich auf 6. Auf der 7 haben wir Freimann. Auf der 8 Ness. Auf der 9 Koch. Auf der 10 Sichotzki. Auf der 11 Fram. 12. Dörr. 13 Mehnert. 14 Purger. 15 Heigel. 16 Vorstandslechner, Vorstand Lechner. Oh, und dann hier ausgefallen Grebev. Dann haben wir noch den John van der Poel. Ja, und ausgefallen dann noch der Christian Semjunic. Ach, das ist bitter. Das ist bitter für den Christian. Also das tut mir echt leid. Der hat sich so gefreut das letzte Mal, als er da... mal gucken, ob wir hier auch wirklich live sind. Ja, sind wir. Als er den Sieg eingefahren hat und bei allen in See bringen, da hat er ja nur schon etliche Rennen gewonnen, gefahren und konnte noch nicht einmal gewinnen, und das war sein erster Sieg in Sebring, und da hat er sich wirklich gigantisch gefreut. Die Laune wird heute wohl irgendwie nicht so sein, gehe ich mal von aus. Bleibt uns nichts. Oh, hier hat sich's auch ein bisschen auseinander. Wahrscheinlich auch wieder durch die Überrundung. Also Ercin ist noch alles andere als entfernt, aber schon eine kleine Lücke jetzt. Also euch hier mit dem momentan besseren Lauf. Ercin auf 3. Und hier kommt jetzt erst Batzka. Also da sind schon noch ein paar Meterchen dazwischen. Jetzt sind da auch noch mal 3 GTs zwischen den beiden. Einen konnte er sich jetzt holen. So, und hier haben wir dann vielleicht auch noch ein kleines Duell zwischen Ness und Freimann. Andreas Freimann und Olaf Ness. So, der hat vorhin gesagt, er fährt im Unterhemd. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Bin mir da nicht so sicher. Also kann man nicht so wirklich... Zumindest hat er einen Helm auf. Das können wir schon sehen. Nee, Unterhemd sieht, glaube ich, anders aus. Oder vielleicht steht er ja auf sowas. Das wissen wir jetzt alles nicht. Das wollen wir auch nicht näher vertiefen. Auf alle Fälle haben die beiden hier ein schönes Duell. Olaf hat ja vorhin im Chat auch geschrieben, er ist ein Beißer, ne? Er beißt. Und ja, das sieht man hier ganz deutlich. Also er ist schon wirklich auf einer guten Fahrt hier heute. Kommt das unterwegs noch? Ja. Aber momentan findet er nicht so wirklich einen Weg da ran, beziehungsweise vorbei. Mal nach vorne.
Da ist jetzt die Lücke dann doch noch ein bisschen größer geworden. Jetzt fährt da auch Robin Ricke da noch mit dem Mang. Der lässt ihm aber Platz. Ist das Ricke? Ja. Ja, das macht man so unter Teamkollegen. So, Entschuldigung. Martin Reimheimer und Tobias Soltau. Also auch hier richtig was los. Oh, was die beiden hier treiben. Das Teufelauto der Hellraisers schon auch etwas lediert. Ja, jetzt muss er warten. Ah, da lässt aber jemand Platz. Auf alle Fälle schöne Bilder wieder hier bei Sackspitze.com. Aber ein paar mehr Zuschauer könnten wir noch gerne, hätten wir noch gerne hier irgendwie. Ja, also das wäre doch ganz nett, wenn ihr das noch irgendwie hinkriegen würdet. Dass wir hier auf Platz 1 in der Vorschau bei Sunrise TV landen. Aber das ist natürlich so, wenn 5 Streams an einem Abend sind, dann verteilen sich natürlich auch die Zuschauer. Jetzt im Gewürre der Überrundung dann auch wieder ein paar knappe Sekunden verloren. Da liegen auch Teile. Ja, was soll man sagen? Das ist natürlich alles irgendwie schwierig. Wieder ein bisschen weiter nach hinten, nämlich in Richtung GT-Klasse. Da ist nach wie vor der Johannes Schafranka mit klarer Führung. Vor Robin Ricke auf Platz 2, auf Platz 3 der Frank Schmidt, der East Card Racing 2. Und der Jochen Stellberger hier auf Platz 4. Das war sicherlich auch nicht unbedingt eine Position, die er sich erwünscht, oder der hat sich sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet, aber ganz dicht dahinter der Daniel Ehrlich, und das ist eigentlich auch schon von Anfang an so. Der Daniel ist, glaube ich, von 6 gestartet, von 5 oder 6. Oh, und ihr kriegt da einen kleinen Schubser. So, mal gucken, wer war das hier? Leini, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, also ich will ja auch nichts Böses sagen. Also 1,6 Sekunden hinter Ehrlich. So, dann haben wir den Andreas Freimann auf der nächsten Position. Also hier ist momentan relativ wenig mit Zweikämpfen. Das ist erstaunlich. Aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil durch diese ganzen Überrundungen zieht sich das. Ist so wirklich Zweikämpfe sind fast auf so einer Strecke fast nicht möglich. Also da braucht man dann schon wirklich Strecken, wo gute Möglichkeiten sind, dass die schnellere Klasse da zügig vorbeikommt. Yeah.
Gut, also ich lese gerade, wahrscheinlich gibt es die Nachricht schon eine Weile länger. Matthias Schöllkopf kommt heute gar nicht. Gerade schade. Wir haben jetzt noch etwas, also etwas weniger als eine Stunde Rennzeit. So, Position 1 in der LR. Oh, jetzt gibt es hier Boxenstopps. Jetzt wird das Ganze nochmal spannend. So, Jonathan Erdschin geht jetzt hier vorbei. Übernimmt natürlich die erste Position. Und ich glaube, wir hatten im letzten Rennen auch eine sehr abweichende Strategie von Erdschin gesehen. Der ist sehr, sehr spät erst in die Box gekommen. Also, werden wir mal gucken. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt bereits reinkommen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, die Fahrzeuge können nicht ganz eine Stunde fahren. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht, also ich gehe mal davon aus, wenn jetzt so viele reinkommen, dann wissen die eigentlich, was sie tun. So, Batzke jetzt auf 2, Stockart auf 3, Soltau auf 4, Reinheimer 5., Broich in der Box, Bleini in der Box. Wir schauen mal, wie lange er steht hier. Dann können wir nachher mal einen kleinen Vergleich haben. Ja, das ist schon ziemlich lange. 57,9, also 58 Sekunden. So, Bohorny kommt jetzt hier vorbei. Der holt sich den Platz auch noch. So, jetzt wird es hier spannend. Ah, Wilke in der Box, der kommt auch raus. So, Scheuermann auf, ist in der Box. Jetzt kommt, Moment, das kann ja nicht stimmen. Nee, das ist ein Teufel, also das ist Blödsinn. Da haben wir Broich auf der 12. Booster auf 13. Ah, hier haben wir Habermann auf der 14. Das ist die aktuelle Platzierung. So, jetzt kommt auch Erdschin rein. Also ist das heute nicht ganz so dramatisch. Jetzt kommt aber Batzke hier schon. Der wird wahrscheinlich auch reinkommen. Genauso ist es. So, Stockart kommt auch in die Box. Soltau, mal sehen, was der macht. Der fährt weiter. Dann wird Soltau jetzt übernehmen. Reinheimer kommt in die Box. So, Fleini hier natürlich mit ziemlich viel Rückstand. Natürlich jetzt Erster. Leini kommt auch in die Box. Und jetzt kommt Zickfel. Jetzt wird es natürlich spannend, wie sich das mit Erdschin ausgeht. So, Zickfel weiter. Natürlich sollte logischerweise jetzt Erster. Der war noch nicht stoppen. Batzke dahinter. Stockart, Erdschin. Oh, Erdschin dann jetzt nur auf Platz 5. Also zwei Plätze verloren durch die Boxenstopps und das wird natürlich jetzt eine spannende Kiste. Liebichen auf 6, Reinheimer auf 7 wieder raus, Broich auf 8, Leini auf 9, Booster 10. So, Bohorny noch in der Box. Habermann ebenfalls, Steuermann, Wilke, Stark auf der 15, Haritz auf der 16. Oh, böse. Ist er das, der Yannick Bock? Nee, das ist der Sascha Lukesch. So, Lukesch fährt auf Position 19, da müssen wir nämlich jetzt mal hin. Da fährt jetzt der Günther Hessbrücken, also der hat jetzt schon verloren, da ist er, jetzt ist er 20. Und natürlich jetzt hier die Bond verloren, jetzt weiß ich nicht genau, ob er schon in der Box war, müssen wir jetzt gleich nachschauen. So, Schafranka nach wie vor auf Position 1. Die GTs können etwas länger draußen bleiben, aber wir haben auch schon GTs in der Box gesehen. Und der hat 14 Sekunden Vorsprung auf Robin Ricke.
Und jetzt natürlich mal ein bisschen zu schauen. Letzte Runde 204. Das war Kowalke, Entschuldigung. Also Schofranka fährt hier jetzt 2,6er Zeiten und Ricke fährt 2,7. Also da ist jetzt kein Aufholen zu sehen. So, Sixel führt jetzt wieder, nachdem wohl auch Soltau an der Box war. Obwohl, der ist Zweiter. Nee, ist er nicht. Batzke ist Zweiter. Stocker Dritter. Erdschien Vierter. Gut, dann hat er insgesamt einen Platz verloren. Sorry für die falsche Information vorhin. Klar war, der sollte auch noch draußen. Deswegen Fünfter. So, jetzt gibt es hier aber Angriff, Attacke. Wegen Stockert. Da macht er auch gar nicht lange Federlesen. Da geht er vorbei. Und somit Dritter. Hat hier auch ein bisschen Glück beim Überrunden. Oh, wow, 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 wow. Und es trifft Olaf Ness. Da hat er sich komplett verschätzt. Aber komplett. Und da geht auch noch Riemichen vorbei. Das ist natürlich ein Drama. Das brauchen wir auch gar nicht nochmal angucken. Da hat er sich einfach verschätzt. Wollte dann auf die Außenseite außen vorbeigehen und hat einfach, ja, das andere Fahrzeug kam schneller als erwartet. Jonathan Erdschien jetzt zurückgefallen bis auf die Position 6. Also das ist natürlich bitter. Aber er ist noch in einer einigermaßen vernünftigen Position. Hat 22 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Und auch noch genügend Luft nach hinten. Also etwas über eine Sekunde. Also von daher ist jetzt da erstmal keine Gefahr. Aber natürlich schlecht. So, jetzt gehen wir mal wieder in die GT-Klasse. Da fährt der Johannes Schafranka nach wie vor seine Kreise. Wir warten mal jetzt auf die nächste Zwischenzeit, wie der genaue Abstand zu... Oh, da sahen wir schon wieder eine gelbe Corvette da hinten, nicht so wirklich da, wo sie fahren sollte. Ja, Schafranka lässt aber auch krachen, also man sieht das so ein bisschen. Okay, da kommt jetzt hier ein LMP dazwischen. Das ist natürlich jetzt blöd, da kann man nicht sehen. Frank Schmidt ist aber auf der 2. Was ist mit Ricke? Reimann auf der 3, Ricke in der Box. Jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass Schafranka noch nicht in der Box war. Nein. Das war er definitiv noch nicht. Aber ich staune, dass der Frank Schmidt so dicht dran ist. Ja, siehst du, hast du feines Licht. So, Ricke zurückgefallen auf die Gesamtposition 28 hinter Richard Frahm. Das müsste dann... Nee, der Jochen Schnellberger ist das. Jetzt da hinter ihm fährt, vor ihm fährt, also dann ist er noch ein Stück zurückgefallen. So, ehrlich wohl auch in der Box gewesen. Ja, und Schünemann, ja, mit seinem ziemlich demolierten Auto, muss jetzt hier sehen, wie er noch rettet, was zu retten ist. Das ist scheinbar repariert worden, so wie es aussieht. Aber auch er in der Box, vielleicht geht es jetzt wieder etwas besser. So, schauen wir mal. Also Ricke hier hinter Stellberger. Das ist jetzt sicherlich nochmal spannend. Jetzt gucken wir mal. War Stellberger, der war auch schon in der Box.
Also hat Ricke hier Platz verloren gegen ihn. Das ist ein direkter Zweikampf, also das ist schon vom Klassement her bereinigt. Das nenne ich mal spektakuläre Bilder, wenn hier so zwei im Fight begriffene GT-Fahrzeuge von einer ganzen Horde LMP überrundet werden. Und da muss einer brav warten. Upsala! Ja, da hat er sich irgendwie eine ganz blöde Linie gesucht. Jetzt kommt hier noch. Uiuiuiuiui. Das müsste Kowalke sein, genau, der da irgendwie ein bisschen ohne einen rechten Plan unterwegs zu sein scheint. Vielleicht hätte mal irgendjemand ihm die Strecke erklären sollen vorher. Ein lieber Gesangsverein. Ist. Ja, Franka. Oh, Schmidt hier mit einem Ausrutscher. Gucken wir gleich noch. Ah, kriegen wir wieder nicht angezeigt. Mist. Ja. Frank Schmidt hier mit einem Ausrutscher. Herr Franka auf der 24. Dann sollte es so sein, dass Herr Franka in der Box war. Genau so ist es. Und Frank Schmidt führt das Ganze jetzt an auf der 23, aber kommt jetzt auch in die Box. Das wird jetzt eine spannende Kiste, deswegen gehen wir mal zu Johannes Schafranka und gucken mal, wann der in Richtung Start und Ziel kommt und schalten dann um auf Schmidt. Oh, das wird ganz eng. Das wird. Nee, das wird nicht ganz. Doch, das wird ganz eng. Ist das hier Schmidt hier vorne? Nee, das ist Mehnert. Okay, sorry. Sorry. Also nicht ganz eng. Schafranka holt sich seine Führungsposition wieder ab. Und Schmidt kommt jetzt hier aus der Box. Und hier kommt Stellberger. Also. Und auch Ricke. Also das hat sich irgendwie. Ich meine, er war ja auf Platz 2. Also von daher hier jetzt bereinigtes Klassement. Schafranka vor Schmidt. Stellberger und Ricke. Und die beiden gucken uns hier mal noch ein bisschen an, während wir im Live-Timing mal etwas zu den LMPs nach vorne schauen, ob sich da was tut. Oh ja, da tut sich auch was, und zwar auf Platz 2 und 3. Thomas Batz geführt nämlich mittlerweile vor Florian Sixel und Claudio Stockert. Ups, da war eben gerade einer raus. Das kann ich jetzt aber... Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo ich war. Florian Sixel, wie gesagt, hier, da muss was gewesen sein. Wir gucken mal in die Rundenseiten von Sixel. Jo, da ist eine 205 da irgendwo mittendran. Da hat er wohl Mist gebaut. Und auch drei Runden vorher hat er schon mal eine 2 Minuten hingelegt. Also da, das, ach nee, das war die Runde aus der Box raus. Die kann etwas länger dauern, aber vor zwei Runden eine 205, da hat er mit Sicherheit, hat er da ein Problem gehabt. Mal lieber hier zu den beiden hin, nämlich Ricke und Stellberger. Da geht es hier richtig um die Wurst.
fahren, aber es ist halt eine Strecke. Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an den ersten Lauf auf dem Grand Prix Kurs des Nürburgrings des GT3 Cups. Da hatten wir auch diese Situation, dass die sind alle wunderbar brav hintereinander hergefahren, aber so wirklich Action gab es da nicht, weil kaum gute Stellen zum Überholen vorhanden sind. Das ist hier ähnlich. Aber es gibt hier jede Menge, in jeder Runde mehrere wirklich heikle Situationen bei den Überrundungen. Von daher ist das mit den beiden hier noch lange, lange nicht gegessen. Schon gar nicht, wenn die so dicht miteinander herfahren. Das ist schon unter normalen Umständen ziemlich heiße Kiste. Aber hier mit den ganzen LMPs hier drumherum noch viel mehr. So, Andreas Geißler und Sascha Borny haben gerade die Position getauscht. Ulrike hat aber echt Mühe, habe ich den Eindruck, hier an Stellberger, also da richtig ranzufahren, geschweige denn vorbeizukommen. Na, jetzt sieht es doch wieder etwas überlegener aus. Gucken, ob es jetzt hier einen Angriff gibt. Also er zeigt sich zumindest schon mal im Außenspiegel. Aber das passt natürlich noch nicht. Da muss er deutlich dichter dran sein, um hier ernsthaft was tun zu können. So, wir haben mittlerweile 5 Ausfälle. Der John van der Poel ist als letzter ausgefallen, Frank Rasing ist raus, Fabian Purger ist raus, Jörg Vorstand-Lechner ist raus und Christian Semjunic ist raus. Und die letzten beiden in den letzten 3 Runden, nicht in den letzten 3 Runden, sondern innerhalb von 3 Runden, schon alles eine Weile her. Timing erstmal wieder nach oben. Dann sehen wir hier jetzt gerade Richard Brahm und Frank Schmidt wechseln hier irgendwie die Position. So, schauen wir mal da vorne. Der Florian Sixel ist dran an dem Batzke. An Thomas Batzke. Also das wird jetzt hier eine heiße Kiste. Ich würde mal so einschätzen, dass Sixel ein Ticken flotter ist als Batzke. Natürlich nur im Auto und von der Geschwindigkeit her. Oh, nee, war das Team Order? Das war Team Order. Ja, das hat so einen leichten Ferrari-Touch, das Ganze jetzt hier. Macht man wohl im Hinblick auf die Meisterschaft. Und ja, also er hat jetzt hier wirklich deutlich abgebremst. Hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können, aber gut, das ist legitim. Ich finde nicht, dass Stall-Order verboten ist hier. Und im Hinblick auf die Meisterschaft macht es natürlich irgendwo auch Sinn. So. So, Stockert auf 3. Und auf der 4 Soltau. Und Stockert hier musste jetzt gerade mal ganz schön vom Gas gehen. Und das ist hier ein direkter Fight um den 3. Platz. Wenn ich das hier richtig sehe, ist Soltau durch. Damit hätte Stockert jetzt vielleicht so direkt nicht gerechnet, weil er hat hier wirklich sehr, sehr fair dem GT ausgewichen beim Überrunden. Da ist er deutlich vom Gas gegangen. So, jetzt hier auf der Start und Ziel. Hier ist der Topspeed entscheidend und er hat im Prinzip, ja, das ist aber...
Goltau ist da aber ein bisschen frech, das muss ich sagen. Normalerweise hätte er hier nicht mehr rausziehen können. Da hatte Stockert sich das so ein bisschen zurechtgelegt, dass er ihn im Prinzip auf der Spur hält und er dann bei dem GT abbremsen muss. Aber das hat nicht geklappt. Soltau ist rausgezogen. Ist auch alles gut gegangen. Schließlich fahren wir Rennen. Das ist alles in Ordnung. So, sorry, ich bin gerade fürchterlich erschrocken, weil ich kriegte gerade die Info reingereicht, dass unser ehemaliger Chef der Gauk-Behörde, Herr Gauk, nominiert ist als Bundespräsident. Ja, das ist nochmal eine Botschaft hier im Livestream, die ja vielleicht niemanden interessiert, aber macht nichts. Kann man trotzdem mal erwähnen. Gut, so, Stockert-Soltau haben wir jetzt hier gesehen und Soltau kann sich auch absetzen, so wie es ausschaut. So, dann haben wir Erdschien auf 5. Zumindest einen Platz hat er wieder gut gemacht, nämlich gegen Markus Broich. Ob das jetzt im direkten Fight war, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Und Carsten Riemichen fährt hier so ein bisschen abseits der Strecke. Warum tut er das? Weil er jetzt hier tierisch aufpassen muss, dass er das Auto nicht dreht oder wie oder was. Da scheint irgendwas mehr zu sein. Oder ist er jetzt einfach nicht wieder auf die Strecke zurückgekommen? Oh, ja, da fehlt ein bisschen was am Auto. Jetzt sehen wir es. Da fehlt ein bisschen was. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz, ganz gewaltig viel. So, Frank Schuster auf 9. Robin Stark auf 10. Marcel Habermann auf der 11. Tim Haritz auf der 12. Auf der 13. Stefan Wilke. Auf der 14 Sascha Wohorny, auf der 15 Andreas Geißler, auch so ein bisschen abseits der Strecke, auf der 16 Martin Reinheimer, auf der 17, muss ich gucken, Heiko Scheuermann, genau, Günther Hessbrücken, auf der 18, auf der 19 Yannick Bock, auf der 20 Sascha Lukesch, auf der 21 Sebastian Kowalke, zumindest jetzt mal im LMP-Feld angekommen. Auf der 22 dann Thomas Speer. Und dann haben wir den Führenden der GT-Klasse, nämlich den Johannes Schafranka. Vor Jochen Stellberger und Robin Ricke. So, da, was ist mit dem Schmidt passiert? Daniel Ehrlich auf der 4, auf der 5 Andreas Freimann, auf der 6 Hai Koch, auf der 7 Robin, Quatsch, Robert, nee. Richard Frahm, Entschuldigung. Silvio Dörr. Dann auf der 8. Auf der 9, Frank Schmidt. Da muss auch irgendwas gewesen sein. Gucken wir mal, ob er hier auch, ja. Nee, der war in der Box. Aber war der so schlau? Der war insgesamt viermal in der Box. Also dreimal war der in der Box. Da bin ich aber jetzt auch ein bisschen erstaunt. So, jetzt muss er hier vorbei an Silvio Dörr. Das ist ein Positionskampf. Und der Silvio hat gesagt, weißt du was, ich mach hier Flügel hoch und sehe, dass ich irgendwie über diesen Kurs komme. Und man sieht es hier, für Schmidt ist das überhaupt kein Problem, auch auf einer kurzen Geraden hier einfach durchzufahren. Einfach weil Dörr null, also was heißt null, im Vergleich zu den anderen kaum Topspeed, also kaum auf Endgeschwindigkeit kommt, auf eine konkurrenzfähige. Weil er sagt, ich hasse diese Strecke dermaßen, das geht gar nicht. So. Batzke auf 2. Auf der 3 Stockert. Der ist jetzt schon so weit zurückgefallen. Aha. Auf der 4 Erschien. Das könnte nochmal was geben, aber auch Tobias Soltau ist dran an Erschien. Na, Moment. Nee, Erschien ist vorbei an Soltau. So rum wird ein Schuh raus.
So, Stellberger jetzt hier doch mit ein bisschen Abstand auf Ricke. Und ehrlich, ich glaube, der hat da jetzt, ehrlich gesagt, relativ wenig Aussicht, noch da wirklich ranzukommen. Naja, wohl, wir haben noch 33 Minuten. Also da wird sicherlich, wird es wohl noch Verschiebungen geben. Wenn wir das mal gucken, die ersten 5 innerhalb von 20 Sekunden ist jetzt auch nicht so schlecht. Also zumal die Abstände dahinter auch noch alles irgendwie ermöglichen. Also ein Dreher und es ist ein Positionswechsel. Koch auf der fünften Position, auf der sechsten hier in die Box kommt Andreas Freimann. So, wen sehe ich hier noch? Wer kommt da noch? Günther Hessbrücken. Das ist mit Sicherheit auch kein planmäßiger Stopp in der LMP-Klasse. Richard Fram, jetzt habe ich mir den Namen gemerkt. Ja, was ist mit Schmidt gewesen? Also das würde mich ja schon mal interessieren. Jetzt hier drauf und dran, sich den Richard Fram zurechtzulegen. Wahrscheinlich, wenn es denn ein Fehler von ihm war, wird er auch mit einer gehörigen Portion gut im Bauch fahren. Oder zumindest mit etwas Ärger unterwegs sein. So, jetzt, oh, und da muss er vom Gas gehen! Da muss er vom Gas gehen und dann ist natürlich vorne, wird das Auto leicht und dann gibt es diese Wackler. Aber er konnte das Auto abfangen, also nichts passiert. So, oh, wer ist das da hinten? Wilke schon wieder. Also Wilke hier auf dieser Strecke auch nicht so sonderlich glücklich. Stefan Wilke, ja, mehr quer, obwohl, Walter Röll hat ja gesagt, die wirklich guten Fahrer haben, die fliegen auf der Seitenscheibe. So, jetzt ist er aber in einer super guten Position und wenn er mehr Topspeed hat, dann könnte er ihn jetzt hier knacken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So muss das funktionieren. Jetzt kommt da aber einer aus der Box. Jetzt wollen wir hoffen, dass es da keine Verwicklung gibt, dass der das sieht. Ja, kein Problem, kein Problem, alles sauber gewesen. So, wer ist das hier? Stellberger. Stellberger ist das hier vorne. Dann war es vielleicht ein ganz normaler Boxenstopp bei Schmidt. Dann sind die wirklich so spät erst am Stoppen, die GTs. Allerdings hat sich's dann wohl für Schmidt nicht ausgezahlt, weil ich meine, der wäre vor Stellberger gewesen. So, Hai Koch, jetzt müsste man natürlich wissen, kommen die jetzt auch nochmal rein? Das ist sicherlich irgendwie rauszukriegen, aber die haben alle schon Boxenstopps hier eingetragen, von daher bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, was das jetzt werden soll. Also warum da jetzt nochmal Leute wie Stellberger in die Box kommen? Florian Sixel ist im Chat, wie geht das denn? Aha, der fährt und chattet hier noch auf der Webseite. Ja, wahrscheinlich hat er die einfach noch offen irgendwo. Thomas Batzke auf 2, also beide Vortex-Autos hier ganz vorne.
Uiuiuiui. Den Olaf Ness hat es hier wieder erwischt. Jetzt müssen wir mal gucken, auf welcher Position der fährt, um da eventuell einen Replay zu sehen. Auf 35 ist der mittlerweile zurückgefallen. Jetzt gucken wir mal. Ja gut, das war auch noch das gemachte Leid. Also da kann man nichts weiter zu sagen. Aber Motorhaube fehlt eh, von daher ist die Aerodynamik jetzt nicht mehr ganz so gegeben. Ich würde mal sagen, Leichtbau würde auch helfen. So ein Feinripp-Unterhemd vorne über die Motorhaube gespannt, über diesen Bereich gespannt. Super Luftwiderstand, null. Ne? Das ist wie bei wie eine Haifischhaut. Ja. So, Sixel nochmal in der Box. Dockert ist da vorbei. Erching kommt auch nochmal ein. Dann haben die sich auf dieser Strecke tatsächlich auf zwei Boxenstopps die Strategie ausgelegt. Normalerweise müsste man diese anderthalb Stunden mit einem Stopp reingehen, aber dann wird es irgendetwas hier geben, was Sinn macht, zwei Stopps zu tätigen. Euch drin. Wollen wir mal schauen, wo Sickel wieder rauskommt. Das sind jetzt nur 39 Sekunden gewesen, die er gestanden ist. Oder gestanden hat. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist jetzt Erchin vor Sixel. Genauso sieht's aus. Na hallo. Also das muss ich jetzt noch nicht verstehen. Das werden wir am Ende hoffentlich aufgeklärt kriegen, wie das hier geplant war oder was da passiert ist. So, Batz geführt jedenfalls. Der jetzt auch noch mal reinkommt. Nee, doch, auch der kommt noch mal rein. Ja, Wahnsinn. Dockert fährt weiter. Also mal schauen, was so. Nö, also, das müsste jetzt. Aha, wo ist jetzt? Oh, und da kommt Erchin. Jetzt ist natürlich die Frage. Batzke. Das muss jetzt Erchin sein, genau. Er kommt jetzt gleich auf dieses Bergaufstück. Aber Batzke fährt schon los. Nur 23,5 Sekunden gestanden. Hat aber jetzt noch ein paar Meter bis raus. Und Erchin wird hier rankommen, auf alle Fälle. Kann jetzt erst beschleunigen. Und da oben sehen wir über die Kuppe, sehen wir Erchin kommen. Also das wird eine heiße Kiste. Da ist natürlich die Frage, was machen die hier? Müssen die jetzt auch nochmal rein? Stockert und Soltau, oder haben die es irgendwie, kriegen die es irgendwie hin, das Rennen zu Ende zu fahren? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die waren schon bei einer, ja, so knapp bei einer Stunde drin, und die meines Wissens reicht der Sprit bei den Autos so für 53 Minuten, aber ich will da nicht zu viel behaupten. Hier gibt es noch ein paar Ausfälle, sehe ich gerade. Tim Haritz ist raus. Carsten Riemichen und auch Olaf Ness sind raus. Da haben wir eben noch irgendwie gefoppt, so ein bisschen, den Olaf. Jetzt ist er raus, das ist natürlich bitter. So, jetzt gucken wir mal erstmal wieder so ein bisschen in die GT-Klasse. Da ist natürlich Schafranka hier relativ ungefähr. Also er fährt jetzt echt einen Start-Ziel-Sieg hier, wenn er das Ding nach Hause fährt. Nach wie vor 15,7. Oh, nö, das kann ja was nicht sein. Oder war Rick in der Box? So, noch ein DNF sehe ich gerade hier. Robin Ricke. Robin Ricke mit DNF.
Nee. Er fährt. Muss Zeug. Thomas Speer hat es erwischt. Entschuldigung. Wollen hier niemand bei Vortex Herzinfarkt verursachen. Also heute die Ausfallquote deutlich höher als in Sebring. Dann müssen wir die jetzt erstmal hier alle durchkommen lassen. Also hier ist jetzt auch nicht wirklich irgendwo was in der GT-Klasse, wo man jetzt sagen könnte, oh Mann, naja, Stellberger und Schmidt, aber die sind auch noch ziemlich weit auseinander. Ehrlich, hier Rahmen, die sind nicht weit voneinander weg, aber es ist nicht so wirklich gerade gefightet wird. Auch der zweite Sackschwitze hier ziemlich demoliert. Kai Sichotski. Habe ich den Gröbbe vorhin irgendwie draußen gesehen? So, Soltau, Box. Warum fährt denn der so arg langsam? Watzke auf 2. Und Erchin und Sixel, die haben hier Spaß. Jetzt die Plätze 2 und 3 und ein Erdchen schläft hier so ein bisschen. Was wird das jetzt? Okay, das reicht nicht. Kann man das hier nochmal sehen, was der da getrieben hat? Ja, er kommt hier einfach schlapp von der Strecke ab. Ja, da würde ich mal meinen, da hat er einfach gepennt. Das ist wohl so. So, jetzt hier der Angriff von Sixel. Aber so einfach geht's nicht gegen einen Jonathan Erchin. Und jetzt ist auch noch das Glück des beim Überrunden auf Seite von Erchin. Aber das nutzt ihm nichts, wenn er da hinterher im Dreck fährt. Also Erchin scheint hier so ein bisschen nervös zu werden. Und Sixel geht hier außen vorbei. Ja, was ein Wahnsinnsmanöver. Sixel geht hier außen vorbei. Gut, wir haben, ich auch die Information gekriegt von Carsten Rimmichen, dass Erchin kein Reifen gewechselt hat, aber ich glaube, Sixel hat jetzt, weiß ich nicht, ob der länger gestanden hat, müssen wir jetzt direkt mal gucken. Ja, das sieht fast so aus. Ja, Sixel hat Reifen gewechselt, also von daher sind die überhaupt so nah aneinander gekommen. Erchin hat keine Reifen gewechselt, ist natürlich jetzt vorbei. Da hat er jetzt keine Chance, ja, definitiv. Also da kann man noch so. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, was der macht. Kann er nicht mehr geradeaus gucken oder fahren oder was ist das? Und die zweite Runde hintereinander. Also es ist erstaunlich, dass der Speed noch so mitgehen kann. Aber ich vermute mal jetzt hier in... jetzt muss er hier noch mehr als